Ach da, Entschuldigung. Mein Fehler. So wie jetzt gerade macht das Spiel Bock, ne? Also, wenn das Alien nicht da ist... Ich meine, das Alien ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch gut, dass es so ist, aber wie gesagt, die Willkür teilweise, ne? Das ist das Einzige, was ich im Spiel anlasse. Wo ich ja wirklich noch gedacht habe, bevor ich das jetzt Let's Play angefangen habe, haben wir natürlich Gedanken darüber gemacht, haben auch gedacht, ja, okay, das ging mir damals auf den Sack. Aber das hast du bestimmt schlimmer in Erinnerung, als es tatsächlich war. Aber nee, das ist schon richtig so, wie ich das in Erinnerung hatte. So, warte mal. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Aber ich denke mal, wir kommen dann wahrscheinlich über das, ja, Restaurant, Cocktailbar, keine Ahnung, was es war. Wir werden wahrscheinlich auch in den großen Raum kommen. Aber wo sind denn die Türen dann trotzdem alle zu? Okay. Okay, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ah, schauen wir mal. Dann öffne dich. Oh. Einfach mal übersehen. Muss die Musik jetzt hier gerade so Action geladen? Die Tür ist zu. Warum ist die Tür denn zu? Achso, aber dafür ist die hier offen. Auch nicht schlecht. Jetzt auch. Oh, da kommt gleich zu mir hin, da wegen dem Feuer. Hab ich da gerade nicht noch was anderes blinken sehen? Das ist auch noch Ressourcenaufstockung hier offensichtlich. Jetzt hatte ich gerade kurze Bioshock-Vibes, weil ich mir den Aschenbecher durchsuchen wollte. Okay, komm mal nicht durch. Das ist ein Mensch. Ich will dich nicht töten. Ja, dann schweifen wir mal zwischen, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Interessant wäre, auf jeden Fall, wenn es dann hier eine Trophäe gäbe, also wäre interessanter auf jeden Fall, aber auch nerviger, definitiv nerviger, auf jeden Fall nerviger, wenn es eine Trophäe geben würde von wegen, hör mal, ne, du darfst maximal im Spiel, weiß ich, 10 Mal speichern oder so. Schaff das Spiel. Das wäre nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber gut, so darf man halt sich nicht vom Alien erwischen lassen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur vom Alien erwischen lassen ist oder generell sterben. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ach, oh, okay, Entschuldigung. Ui, ui, ui. So. Und nochmal zurück. Ja, 2 Minuten wieder verschwendet von eurer Zeit. So. Ich bin jetzt hier richtig, oder? Natürlich bin ich falsch. Super. Entschuldigung. So, die beiden Androiden sind auf jeden Fall erstmal weg. Ich tu dir nichts. Wirklich nicht. Ich bin ein Mensch. Sollen wir nicht vielleicht zusammenarbeiten lieber? Mal zu ihm hingehen. Komm. Ich gehe erstmal zu ihm hin. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Wirklich nicht. Hi. Na? Alles fit? Deinen Kollegen darf ich looten, ne? Hat der was in der Hand? Der hat keine Waffe. Hey! Hey! Der ist wirklich unbewaffnet, ne? Der rennt den ganzen Tag hin und her. Ich hab dich erwischt. Ja, okay. Dann viel Spaß bei deinem Vorhaben. Da ist ja noch einer. Wo kommt ihr denn alle her? Sag mal. Ach, die sind wahrscheinlich nur da, um mich zu verwirren, dass ich denke, oh, da ist irgendwo ein Android. Aber es ist halt nur so ein Mensch, der hier unbewaffnet hin und her rennt.
Was ist das? Okay. Waldiger Bimbam! Alter! Bist du des Wahnsinns? Gib einfach bitte eines grausamen Todes. Fuck, fuck, fuck. Willst du bitte nach? Ich hab ein Problem, wenn er jetzt auf mich zukommt, ne? Warum sind die eigentlich so gut ausgerüstet? Wie kann das sein, ey? Ja, können wir schon mal nehmen. Zack. Aber auf jeden Fall ist die nicht sehr gut. Die Pumpgun. Wenn so oft jemand mit der Pistole auf mich geschossen hätte, dann wäre ich höchstwahrscheinlich schon tot gewesen. Erfahrungsgemäß. Was habe ich euch denn überhaupt getan, ey? Hallo, ich habe die Androiden getötet? Eigenhändig? Soll ich mich lieber dankbar sein? Ja, war auch irgendwie für den Arsch, dass ich jetzt hier hingegangen bin. Seiten. Haha. Waits, verdammt nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Jeden und alles. Was soll das heißen? Ich habe gerade festgestellt, beim Nachladen, ich sollte mein Magazin wohl immer leer schießen, ne? Weil das ist das Mafia-Syndrom. Was ja auch richtig und realistisch ist, wenn ich mein Magazin halt ausleere und da ist noch Munition drin oder das wegschmeiße, ist die Munition, die im Magazin noch drin ist, natürlich auch mit weg. Was bei einem 6-Schuss-Revolver meiner Ansicht nach aber auch gar keinen Sinn macht, weil, gut, okay, die leeren Patronenhülsen dann. Ich weiß nicht, ob da noch welche drin verbleiben bei so einem Revolver. Keine Ahnung. Aber warum leert Ripley einfach die komplette Trommel aus? Wenn da noch 4 Schuss drin sind. Das ist ja auch ein bisschen blöd, ne? Also blöd in Form von dumm. Na gut. Sie wird schon wissen, was sie tut. So. Ich bekomme auf jeden Fall genug Munition. Okay, gut, dann. Oh, Entschuldigung. Ach, guck mal, was wir da haben. So. Oh, zack! Bam! So. Arschloch. Oh, es gibt hier wieder irgendein. Folgt ihr mir? Mache ich gerade für euch den Weg frei oder so? Kenne ich euch? Ich hab dich gesehen. Brauchst jetzt nicht nochmal verstecken. Ah, okay. Was steht da? Looter will pay. Ach, Looters. Die Loot. Wolf of Wall Street. Sehr geiler Film. Nö. Ich habe keine Ahnung, welche Türen jetzt hier automatisiert hochfahren und welche nicht. Okay, damit wäre das Thema auch schon mal erledigt. Ah, da geht's nach oben. Gut, wir gehen erstmal hier lang. Noch mehr Karten. Es erwartet Sie eine Fülle an Karrieremöglichkeiten. Werden Sie noch heute Teil der Sixen-Familie? Das ist ein ziemlich großer Bereich hier, ne? Wir sind schon wieder total voll. Was wir hier noch so bauen können. Da haben wir schon alles reserviert. Oh Gott. Da kann man noch was vergeben. Sehr gut. Jetzt hier aus. Zack, zack. Wollen wir auch einfach nur einmal zurückgehen? Ne, man muss direkt aus dem kompletten Menü rausgehen. Ich hasse es halt, Sachen zu verschwenden, ne? Mach mich fertig. Okay. Schauen wir mal, was ich jetzt nehmen kann. Immerhin die Sensoren, ne?
Ist ja auch schon mal viel wert. Die Tür geht ja gar nicht auf. Wie sieht der hier aus? Hä? Warte. Ich muss nochmal testen. Entschuldigung. Gut, das ist klar. Da, wobei, ja gut, die ist einfach zu, die Tür. Die geht hier nicht auf. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Egal, egal, egal. Ah, so. Da hier alles gleich aussieht, weiß ich nicht, ob ich hier zum Beispiel schon mal war. Das sieht aber nicht so aus, weil die Karten da hinten noch liegen. Mal kurz hier hinter der Rezeption. Das ist eine Küche, kann das sein? Okay. Ist hier nichts. Irgendwelche Zeichen, die ich nicht lesen kann. Colonel Marshalls! Rico is worth next! Oh. Genau, und eigentlich an solchen Monitoren, da hat man dann immer so diese Nostromo, ja, Loks, so wie man das auch immer nennen möchte. Das müsste aber eigentlich schon der richtige Weg sein. Da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Apollo hat die Gefangenen eine Stufe auf Omega erhöht. Ja, komm, wir gehen noch einmal kurz zurück, weil ich will erstmal... What the fuck? What the fuck? Alles gut? Wir haben dich... Weißt du, trägst einen Helm, aber wie viel Gottverdammt passt nochmal in deine Hirse rein, ey? Ist ja unfassbar. So. Wo kamst du her? Egal. So. Dann öffne dich. Dann gehen wir jetzt nämlich doch erstmal hoch. Achso, genau, können wir direkt nochmal eine basteln. Und so finde ich das nämlich sehr befriedigend, dass wir bei Bedarf was benutzen können, was wir dann direkt wieder erneut herstellen können. Ist okay. Vorsichtig. Okay. Ich lerne hier Bereiche kennen, ne? Was ist das da hinten? Der sieht auch wieder nach jemand Unbewaffnetem aus. Was natürlich nichts heißen. Wird, soll, mag. Gehen wir hier weiter. Okay, die Tür bleibt glücklicherweise zu. Hallo! Ich möchte auf mich aufmerksam machen. Ich werde hier nichts tun. Okay. Ich fände es auch ziemlich ungeil, wenn ich jetzt sterben würde. Ist zwar nichts Schwieriges, was ich jetzt gemacht habe, aber ich habe doch schon ein bisschen erkundet seit dem letzten Mal safen. Aber wo ist sie denn hin? Hier war doch gerade jemand. Oder ihr könnt euch echt gut verstecken, das kann natürlich sein. Gut, das war's. Hier ist auch nichts. Ach, guck mal, das habe ich voll übersehen. Oder generell, in diesem Raum war ich noch gar nicht drin. Kann das sein? Aha. So, wir looten erstmal. So, nochmal speichern. Oh, ich bin schon seit einer Stunde 10 dran, alter Vater. Nein! Nein, nein, nein! Ich will speichern. Warum steht denn immer erstmal auf Nein? Das ist so dumm. Ich gehe an die Maschine dran, weil ich speichern möchte. So. Auf jeden Fall ein Riesenunterschied zur gestrigen Aufnahme. Gut, die ersten 15 Minuten waren jetzt vielleicht auch nicht so gut. Aber so haben wir zumindest schon mal einiges erkundet.
Aber gestern und vorgestern fast den ganzen Tag mit zugebracht, also soweit ich natürlich zocken konnte, bei Yakuza 3 einfach Kamurocho komplett zu erkunden. Hilfe! Hey, sind Sie noch da? Warum zur Hölle sind wir nicht auf der Anesidora geblieben? Die haben mich im Labor drüben im Systec-Turm eingesperrt. Holen Sie mich verdammt nochmal hier raus. Aufzüge sind außer Betrieb und überliegen Leichen rum. Ich bilde mir ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Nein, ich wollte noch gar nicht weg davon. So, Fehler. Untertauchen. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davongezerrt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anesidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind.